Bei Showtime of My Life, Stars gegen Krebs, geht es darum, auf die richtige Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Im Rahmen der Men's Night ist deshalb auch ein Urologe zu Gast und zeigt den Promi-Männern, wie so eine Untersuchung abläuft. Moderator Jochen Schropp lässt sich dafür von ihm untersuchen. Dabei kommt es völlig unerwartet zum Schockmoment. Im Ultraschall erkennt der Arzt Kalkablagerungen, die auf eine Vorstufe von Hodenkrebs hindeuten könnten. Er bittet Jochen noch einmal für einen Bluttest in seine Praxis. Für den TV-Moderator, der bereits seinen Vater und Großvater an Krebs verlor, sind es schlimme Momente der Ungewissheit. Doch am Ende die Erleichterung. Jochen ist völlig gesund. Trotzdem war die Erfahrung eine wichtige für den 42-Jährigen. Er will fortan jedes Jahr zur Krebsvorsorgeuntersuchung und findet es umso wichtiger, darauf aufmerksam zu machen.